sind wir wieder bei unserem schönen Gym-Simulator. Hallo Savol, komm mal mit. Wir müssen hier ein bisschen umbauen. Ich hoffe, wir kriegen das... Was ist denn hier los? Während des Betriebs sind... Weil er hat ja automatisch geöffnet, ohne dass ich das wollte. Genau. Einmal kurz hier den Schrauber in die Hand. Das geht schon mal gar nicht. Wir wollen die Bude hier schließlich zum Laufen kriegen. Ich bin noch überlegen, zumindest für die Reinigung. Den Rest machen wir noch selber. Geld sparen und so. Ja... Einen Moment. Bitte. Schön. Ja, wir holen uns einfach eine Reinigung. Weil wir wollen jetzt umstellen und wir sind dann halt auch mit Leute verjagen und so alles beschäftigt. Wir holen zumindest einen für die Reinigung hier. Tickets-Gehalt 5, Geschwindigkeit 1. Reicht doch für den Anfang. Unterwegs. Sehr schön. Der kann dann hier sauber machen. Mensch. Ich wollte doch neue Gerätschaften einräumen. So, da auch schon wieder. Oh Mann. Leute, bin beschäftigt. Diese unsozialen Kunden hier immer. Das kann ich auch gleich bei alles reparieren hier, du. Der hat den Laden ja automatisch aufgemacht. Das war ja das Problem. So. Alles gut hier? Alles. Ne, nix gut hier. Alter, gib mir aus der Linse. Hier auch nochmal. Was ist denn hier los, Mensch? Wieso ist jetzt alles kaputt? Hier auch schon wieder. Oh, potenzielle Kunden. Potenzielle Kunden. Oh Gott, Duftnotfall. Einen Moment. Bin sofort da, der Herr. Duftnotfall. Hier ist schon wieder kaputt. Oh Gott. Das geht ja so gar nicht. Gut, aber unsere Reinigungskraft macht sauber, sehe ich gerade. Das passt. Das passt. Bin schon da. Willkommen, der Herr. Was wollen Sie? VIP. Willkommen! Schön! Oh Gott, sag mal! Nur stinkende Kunden hier! Will die in den Pool? Stimmt! Die gehen so raus? Sag mal, baden die schon im Pool? Da ist noch keine Umkleide, nix! Einen Moment! Tatsächlich! Mann, ich bin ja noch gar nicht fertig! So, wie viel Geld haben wir? Genug. So, aber trotzdem einmal kurz. Und zwar Shop. Umkleideraum. Nein, Ausrüstung ist schon richtig. Wir haben ja überall noch diese Einsergerätschaften. Wir wollen natürlich jetzt mal umsteigen. Auf die Dreier. Mal kurz was gucken. Was ist ein Dreier hier? Das ist nur der eine hier. Gut. Den nehmen wir erstmal dreimal. 1, 2, 3. Das machen wir jetzt Stück für Stück. Und Josefwald, danke, den nehmen wir jetzt auch dreimal. 1, 2, 3. Wir machen das jetzt Stück für Stück. Sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Da steht zum Glück keiner. Was ist denn hier los? Wo ist meine Reinigungskraft? Serval, mach immer Feuer in deinem Hintern, ja? Immer wenn er zu langsam arbeitet, beißen. So, den googeln wir mal, Wie genau? Die drei. Was ist das überhaupt? Rudertrainingsgerät. Zack. Gleich daneben. Bisschen dichter, wenn es geht. Wir wollen ja schließlich mehrere Kunden gleichzeitig bedienen. Geht nicht so dicht. Okay. Zack. Zack. Ja gut. Wir wollen ja die Geräte nachher, die Einsatzgeräte loswerden. Den hatten wir noch gar nicht. Was ist denn hier los, sag mal? Mach doch nicht alles kaputt. Sonst mache ich euch kaputt. Geht so nicht. Ein Moment, was wollen Sie? Niedrig raus! Alter! Da wohl nicht wahr sein hier. Und Sie? Standard, naja, gerade ebenso der Herr. Willkommen. Okay, was wollen Sie? Oh, Proteine. Proteine gibt's hier. Bitte. Doch. Da vorne sitzen sie auch schon. Gut, aber Lüft, ne? Lüft. So, wir haben ja noch die drei anderen bestellt. Ich bin da überlegen, hier gegenüber auch nochmal drei zu stellen, hier so einen Gang zu machen. Von denen meine ich. Umso mehr Kunden kriegen wir ja. Warte mal, ich kaufe mal drei Stück von denen. Die können zwar jetzt ein bisschen teuer werden, aber es soll ja auch aussehen wie ein Fitnessstudio, ne? Hier wollten wir nicht hin. Ich wollte in den Shop. So, von denen da. 1, 2, 3. Ja.
Oh Gott, warte. Stinkende Leute. Schön. Der jumpt los. Mei, oh mei. Lass mich doch mal was tun, Leute. So, kriege ich die denn einigermaßen symmetrisch hingestellt? Das ist jetzt noch die Frage. Aber das müsste ja so gehen. Ich will aber allerdings, dass sie Rücken an Rücken stehen. Ungefähr, ne? Ungefähr so. Dass da noch so ein Gang zwischen ist. Das will ich schon. Zack. Ungefähr dürfte er so richtig stehen, oder? Ungefähr zumindest. Und hier auch noch ein. Ich weiß gar nicht, ob der Laden noch größer wird. Mädel, weg da. Ungefähr. Ich will, dass hier nachher so ein Gang durchgeht. So, das da kommt ja auch noch weg. Oh Gott, ein Moment. Zwei Protein-Junkies. Ein Moment. Das ist alles Geld hier. Kann ich leider nicht gehen lassen. So. So, wir haben ja noch die drei Hantelbänke. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinstelle. Ah, mal gucken. Hier neben vielleicht. Zack. Ah, gut, Hantelbänke nehmen. Wahrscheinlich nur vier. Zack. Einen haben wir noch. Die möchte ich halt auch ungefähr auf die Höhe wie die Geräte. Na, kommt das ungefähr hin? Zack, wir brauchen gleich noch einen. Moment. Duftnotfall. Und potenzielles Geld ist auch schon wieder da. Ein Moment. Zack. Ein Moment daher. Ein Moment. Stondert. Sag mal. Ich gebe hier gerade teuer Geld für euch aus. Lass mal ein bisschen mehr springen. Schon wieder zweimal Proteine hier. Bitte. Bitte. Oh Gott, da stinkt schon wieder jemand. Mann, Mann, Mann. Rinder. Schön. Sag mal, Junge, wo bist du? Sauber machen. Überall trieft hier der Schweiß und nix kriegt der Mann hin. Bin schon da, bin schon da. Sie wollen? VIP, willkommen der Herr. Und Sie wollen? Standard, naja, ausnahmsweise. Sag mal, gerade neu gebaut. Wollt ihr mich verarschen? Die Sekunden. Oh Gott. Hähnchen und Proteinfetischisten. Hau rein. Bitte. Tür zu. Zack. Hier, bitte. Hähnchen, komm sofort. Danke. Da. Abflug. Hier auch schon wieder. Mei, oh mei. Die kommen hier gleich weg. Bitte. Irgendwas kaputt hier? Nee, ne? Nichts kaputt. Alles klar. Dann gehen wir auch mal hier hin. So. Wir müssen einmal in den Shop. Einmal noch, aber den Dreier bitte. Hier eine Handelbank kaufen. Die haben wir jetzt hier. Sehr schön. Die stellen wir natürlich auch ungefähr auf die gleiche Höhe. Und dann gucken wir gleich, also bevor wir andere Geräte machen, das machen wir wirklich Stück für Stück. Vergleich, ne? Obwohl, das ist doof hier. Ja, warte mal, das ist hier echt sehr doof. Aber man könnte die auch dichter zusammenstellen, ne? Ja, mein Fehler. Pack einmal wieder ins Inventar. Dann geh auch mal da rauf. Ich hab den schon. Tut mir leid, Lady, das soll nicht so sein, wie es aussieht. Das sah jetzt gerade echt etwas doof aus. Ah, ein bisschen weiter nach hier geht. So, einmal. Ein bisschen ordentlich. Also, ich will schon, dass der Gang hier frei bleibt. So geht's, ne? So geht's ja. Das ist auch breit genug hier. Gott, ich muss mich erstmal darum kümmern. Einen Moment. Kundschaft, Kundschaft, Kundschaft. Einmal Protein trinken. Hier, nimm mit. Zack. Hähnchen. Zack. Bam. Tür zu. Bin sofort. Oh Gott! Raus hier, verzieh dich!
Immer diese Lustmolche. So, bin schon da, bin schon da. Ja, als Fitnessstudio-Leiter Standard hat man es nicht einfach. Man hat geizige Kunden, verrückte Lustmolche, zu wenig Platz und so weiter und so fort. Und er muss ungefähr gleich mit dem stehen. Geht so einigermaßen, oder? Ja, die müssen gleich auch noch ein weiter vor. So, die alten Hantelbänke, die kommen da gleich weg. Bip, 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 die. Das müssen wir wirklich Stück für Stück machen. Die. Oh Gott, hier ist gleich echt so alles so gut wie kaputt. Ich weiß, ich kann auch Mechaniker einstellen. So, den nehmen wir schon mal weg hier. Den nehmen wir weg, sobald der Herr da weg ist. Die sollen da trainieren. Die Protein-Junkies, bitte. So. Den können wir hier schon mal. Zack. Den nehmen wir alle drei jetzt weg. Ist ja gerade keiner drauf. Also sie wollte da gerade hin, aber das ist nicht mein Problem. Hätte ja schneller sein können. So. Also sehe ich das nicht. Ah, hier ist natürlich doof. Die hängen so ziemlich dicht zusammen, ne? Weil die so groß sind. Ah gut, bis hier an die Kante kann ich sie stellen, aber nicht weiter. Ah, so geht's aber noch, ne? So geht's aber noch. Ja, ja. Ich will, dass der Gang hier frei bleibt. Gut, den hätten wir natürlich. Den noch. Einmal der Herr bitte aus meinem Gesicht. Danke. Auch bitte hier... Hallo. Verzieht euch, Mensch. Bitte? Die, so. Hätten wir das jetzt zumindest schon mal stehen. Gleich wieder noch halb liegen gelassen. Sind die richtigen. Essen, Kundschaft. Einen Moment. Na, nimm mit. Nimm mit. Tür zu. Proteindrink. Sieh da. Bin schon da. Sie wollen VIP willkommen. Tut mir leid, dass ich Sie warten lassen habe. Noch jemand? Standard. Naja, das nächste Mal warten Sie ein bisschen länger als die Strafe. So, Hähnchen kommt schon. Bitte. Gott, was ist denn hier schon wieder los? Wie soll man denn so als ehrlicher Fitnessstudio-Betreiber überhaupt noch Geld verdienen, wenn die Kunden hier rumrandalieren wie die Irren? Oh, der soll weg. Zack. Schon wieder. Hähnchen, Proteindrink. So, nimm mit. Auch rein. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin, Mensch. Wipp, ja, danke. Wieso springt er denn dahin, wenn ich hier den Proteindrink in der Hand habe? Hat er das Spiel ein Update? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt, dass es jetzt automatisch geht? So, zumindest macht der gut sauber. Das ist ja schon mal was. Ein bisschen umkleiden und so ja auch sauber sein. Das haben wir ja schon mal im Griff. Das ist schön. Automat ist auch so gut wie leer. Da kommt schon wieder ein Hähnchensuchti. Die. Ist in Arbeit, der Herr. Ist in Arbeit. Natürlich soll da gleich noch ein anderer Fußboden hin. Die rennen ja schon alle ins Schwimmbad, ohne dass sie es sollten. So. Bitte, der Herr. Na, wir haben hier irgendwo ein Lustmolch. Ja. Verzieh dich! Ist ja schlimm. Proteindrink. Bitte sehr, wie viel noch drin? 50%. Geht noch. So, den haben wir noch Fußboden. War das hier? Nee, Fliesen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Schön, schön. Ich glaube, hier kommt auch noch was hin. Mal gucken. Wir machen erstmal. Wir ziehen die Ecke hier komplett durch. Bis dahin würde ich sorgen. Und den bis daran. Yep. Hier soll auch noch was hin. Ich möchte, dass der Gang hier in der Mitte später bleibt. Bitte sehr.
Schlimm, diese Kunden. So, schon wieder Hähnchen daher. Jo, kriegen wir hin. Einen Moment. Ich glaube, ich muss neue Hähnchen kaufen. Ist sofort fertig. Da vorne ist schon wieder... Der springt automatisch hier hin. Das war vorher nicht so. Wip, sehr schön. Hier, das geht automatisch. Nochmal Wip. Aber gerne dort hier. Und Standard. Naja, das ist nicht so etwas mehr daher, ja? So, warte mal. Das Hähnchen ist fertig. Bitte. Bitte. Das ist echt neu. Das Spiel hatte wahrscheinlich ein Update und hab's nicht mitgekriegt. Alles möglich. Das Schwimmbad sollte eigentlich noch gar nicht benutzt werden. Ich dachte... Weil die haben ja noch gar keine Umkleidekabine. Die rennen ja auch ohne Umkleide rein. Naja. Oh ja. Wo zieht die sich denn um? Die gehen mit Klamotten schwimmen. Okay. Die sollten es ja noch gar nicht benutzen. Okay. Bin schon da. Einmal ein Hähnchen nehmen, hau rein. Proteindrink kommt auch. Bitte der Herr. Zack. Bitte. Schön, die anderen Gerätschaften kommen natürlich auch weg. Jetzt bin ich noch überlegen. Na, dann müsste ich mal gucken, warte mal. Fliese hin, 16 Stück haben wir noch. Ich hoffe, die reichen. Reicht, ne? Nicht. Wir haben 16 Stück und wir bräuchten 24. Okay. Was ist denn hier schon wieder los? Ich glaube, da werde ich eine Yoga-Matten-Ecke draus machen. Ein Moment und... Jo, danke, Standard. Sag mal, das geht einem ja auf den Senkel, wenn es jetzt automatisch geht. Niedrig, raus mit dir. Sowas wollen wir nicht. Ganz schön voll der Laden, ne? Wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Was ich jetzt aber wollte, ist hier Shop, Fliesen. Darf man noch ein paar kaufen? Zwei sollen erstmal reichen. Verzieh dich. Nein, ich habe den Falschen geklatscht. Tut mir leid, der Herr. Tut mir leid. Ich habe einen Unschuldigen geklatscht. Selber schuld, da stehst du auch im Weg. Rein da. So. Das ist nicht gut fürs Portemonnaie, Unschuldige zu klatschen. Naja, aber gut, ich kann es nicht ändern. Er stand halt im Weg, ne? Das ist irre Gewalt. Bitte. Wozu habe ich eigentlich Serval, hä? So, den geben wir noch einmal auf Fliesen. Donkey, jetzt haben wir viel zu viele. 216 Stück. Okay. Bis dahin. Jo, und ich glaube, hier machen wir die Yogamatten-Ecke. Mhm. Bin schon da. Also, wir dürfen erstmal aufstocken. Automat und Hähnchen am Ende des Tages. So, da bitte. Kann ich den nochmal nachfüllen? Jo, der ist wieder voll. Bitte. Schön. Hier haben wir noch zwei Yogamatten. Die sollen hier dann aber auch weg. Wir müssen erstmal Yogamatten kaufen. Gibt es von Yogamatten auch bessere? Ausrüstung. Ja, erstmal VIP natürlich. Willkommen. Darf ich jetzt weiter einkaufen? Alter. Standard. Das ging vorher nicht automatisch. VIP. Willkommen. Es ist ja nur halbwegs am Computer. So. Yogamatten. Ja, wir haben hier Zweier. Okay, dann gibt es bestimmt auch Dreier. Oder? Es gibt keine Dreier-Yogamatten. Echt nicht? Smith-Maschinen, Boxsack. Ja, das machen wir auch alles noch.
Aber es gibt keine Dreier-Yogamatten, wie es aussieht. Das sind Zweier hier. Die Einser gibt es gar nicht mehr, wa? Am Anfang hatten wir die Einser, die haben wir ja noch liegen. Die gelben, die gibt es gar nicht mehr. Die sind weg. Die sind Fuji. Die sind okay. 1, 2, 3, 4. Didi. Ich glaube, der kommt mit Reinigen hinterher. Wir sind bei 5% Schmutz. So, warte mal. Das sind hier 5. Das soll ich auch nicht zu dicht daran. Dann machen wir so. Den hier hin. Und den hier hin. Die legen wir auch so. Zack. Und hier auch nochmal. Schön. Der ist kaputt. Das ist nicht gut. Wieso machen die mal alles kaputt? Mit den auch gleich reparieren. Da ist auch schon wieder. Kunststoff ist auch schon wieder da. Es ist ganz, ganz schlimm hier. Bin sofort da. Bin sofort da. Immer mit der Ruhe. Gott, der kommt gar nicht mehr in der Helme reinigen, Alter. 9% Verschmutzung. So. Hähnchen drin. Oh, die ist schon weg. Ja, Momente her, Momente her. Wir haben irgendwo einen Lustmolch. Wo? Wo ist er? Da. Der geht gerade. Ah, sei du froh, dass ich den nicht gesehen habe. Nein! Mensch, du kannst doch nicht gehen, während dein Hähnchen im Ofen ist. Gott! Halt die Tür zu, Mensch. Das wird ja alles schlecht. Hähnchen, komm. Hähnchen. Yo, hier. Schon für dich vorbereitet. In weiser Voraussicht. Bitte sehr. Alter, der Laden ist zu voll. Der Laden ist einfach zu voll. Er kommt mit Putzen auch nicht mit daher. Mal Protein trinken. Bitte, schon wieder Hähnchen. Mach die Tür zu. Hau rein da. Alles kaputt und voll und... Oh Mann. Bitte, schon wieder Hähnchen. Ja... So, hau rein, Tür zu. Das ist ja schlimm. Zum Glück ist der Laden gleich dicht. Aber wir haben auch sehr, sehr gut verdient. Und auch sehr, sehr gut ausgegeben. Gut, er kriegt das langsam im Griff, aber auch nur langsam. Okay, man braucht hier wirklich nach einer Weile Angestellte. Gut. Schön. So, hier schließt eh gleich. Was kann der Automat ist auch so gut wie leer gegrabbelt. So, die sollen hier eigentlich weg. Die alten Yogamatten hier, die wir gar nicht mehr gekauft können. Gehen die überhaupt weg? Ich krieg die gar nicht. Doch. Zack. Den nehmen wir auch gleich weg, sobald er da fertig ist. Wir haben dann den neuen Yogamatten. So, der Herr schiebt sich langsam zum Hähnchen hin. Ich hoffe, das kriegen wir noch fertig, bevor geschlossen wird. Nein! Das Hähnchen bleibt da drin bis zum nächsten Tag. Das kriegt der erste Kunde, der was bestellt. Jetzt hauen sie nämlich alle ab. Jetzt muss ich aber wirklich erstmal große Reparatur machen. Alter, okay. Okay, der im Reinigen. Alter, 18%. Der eine schafft das nicht mehr. 18% Verschmutzung. Ich glaube, der hat Feierabend gemacht, der Gute. Gucken wir gleich. Können die auch kaputt gehen? Nee, ne? Nee. So, das hier soll ja rein theoretisch eh alles weg, aber jetzt noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja, der hat echt Feierabend gemacht, der ist weg. Sag mal, der mal nimmt's aber auch ganz genau im Feierabend, du. Hier liegt ja nichts mehr. Ja, das Laden sieht aus wie Sau. Scheiß drauf, ich hab Feierabend. Mai, oh Mai. Alter, ich jetzt. Mann, Mann, Mann. Hier auch Müll rum? Zum Glück nicht, ne? Nee.
So, hier so eine Fußspur. Dass er dir jetzt automatisch zum PC springt. Das ist irgendwie ein bisschen dezent nervig, wenn ich das mal so erwähnen darf. Das war vorher so nicht. Alter, okay. Der kam gar nicht mehr hinterher. Der kam absolut nicht mehr hinterher. Ich glaube, ich brauche eine zweite Reinigungskraft. Oder einer, der Stufe 3 der 4 hat. Dip, 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 dip. Und einer zum Reparieren wäre vielleicht auch nicht schlimm. Mal gucken, ob der schon freigeschaltet ist. Eins nach dem anderen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen auch gleich noch einkaufen. Müssen wir alles wieder auffüllen. Warum renne ich hier rüber? Hier ist auch ein Mülleimer. Junge, Junge, Junge. Also so voll haben wir die Landung noch gar nicht gehabt. So, irgendwo muss noch ein Schweißfleck oder Fußspur sein. Irgendwo. Die Frage ist wo. Auch wenn ich es nicht sehe. Vielleicht mit dem Ding in der Hand. Wir sind bei 1%. Irgendwo muss noch was sein. Kann natürlich auch eine Umkleide sein. So ist es nicht. Hier jedenfalls nicht. Hier auch nicht. Wo ist denn das? Vielleicht im Schwimmbad? Meine, wäre auch möglich, ne? Will ich nicht abstreiten. Auch wenn hier noch absolut leer ist. Eigentlich wollte ich das Schwimmbad ja auch noch gar nicht in Betrieb nehmen. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie einfach mit Klamotten reinspringen. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Schmutzfleck ist. So, hier sollen auf jeden Fall auch noch Sachen hin. So ist es nicht. Und wir kriegen ja, glaube ich, auch noch ein Stockwerk zu, wenn ihr mir nicht tut. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wird unsere Reinigungskraft schon machen. Eins nach dem anderen. So, jetzt erstmal den da weg. Oh, gut Geld ausgegeben jetzt. Das soll ja alles noch ausgetauscht werden hier. Lass mal kurz was googeln. So, Personal einstellen. Na gut, wir haben noch einen Zweier- und Vierer-Reiniger. Wir entlassen den mal. Es war teurer, oder die gute Dame, aber wir nehmen mal die Vierer. Und ich glaube, ich nehme einen zum Reparieren. Und da war ja der Bug, ich weiß nicht, ob der Bug mittlerweile behoben ist, aber der Dreier ging nicht, nur der Vierer. Ja, und den Rest machen wir aber noch selber. Wir wollen ja auch was zu tun haben. So, wir müssen einmal kurz einkaufen. Wir brauchen von jedem was. Das wo hier. Hundefutter jetzt nicht unbedingt. Aber wir nehmen mal Kovi. Das ist Cappuccino. Kokosgetränk. Orangengetränk. Soda. Proteinmilch. Proteinpulver. Pumpadek. Worsa. Und hier natürlich auch. Muskelproteinriegel, Erdnüsse und das haben wir hier. Zitronenprotein und Kreatin. Und dort Snacks und Käsekuchen. Die brauchen wir auch. Dann nehmen wir einmal alles mit. Die kriegt man ja leider nicht in Kartons. Mayo. Also so voll habe ich den Laden hier noch nie gehabt. Dabei haben wir nicht mal Werbung gemacht. So, hau rein, so viel wie geht. Hier genauso. Automat muss wieder voll. So, ich glaube, das ist der Nachtclub, den wir da ganz leicht im Hintergrund hören, wenn ich mich nicht täusche. So, der ist wieder voll. Der ist auch voll. Den müssen wir hier einmal auffüllen. Zack, danke. So, ist vielleicht ein bisschen
kalt, ein bisschen kalt, vielleicht ein bisschen angegammelt, aber für die Kundschaft alles gut. So, wir müssen aber nach Hause. Jetzt müsste ich muss gucken, der nächste Plan wäre für die nächsten Geräte ungefähr hier hin. Das heißt, hier muss Fußboden hin, hier soll natürlich auch hin. Aber ich muss gucken, dass ich in der Mitte irgendwie einen Gang durchlasse, damit die Leute da hinkommen. So in etwa. Und das Streichen kümmern wir uns hinterher. So, aber jetzt einmal kurz ab nach Hause. Mal gucken, wie es denn läuft mit Mechaniker und einem besseren Reiniger. Wir müssen natürlich immer noch nach Lustmolchen gucken und den Dingsbums da bedienen. Renn in die kuschelige Gammelbude. Das kriegen wir schnell. Ah, brava, Seval. Komm mit. Ja. Und wir bringen dir es noch bei. Deine Aufgabe ist es, Lustmolchen und langsamen Mitarbeitern in den Hintern zu beißen. Kriegen wir alles hin. Gott, der macht automatisch auf, der Laden. Der ist schon auf. Okay. Dabei sind meine Mitarbeiter noch nicht mal da. So, Seval. Hier ist dein Plätzchen. Genau, brave Söhnchen. Bin schon da. Jetzt geht's nicht mehr automatisch. Hä? Standard. VIP ist immer willkommen. Schön. Meine Mitarbeiter sind noch nicht mal da. Ich weiß nicht, die haben wohl eigene Zeiten, wann sie anfangen. Aber Hauptsache, der Laden ist voll. Jo, man kann sich nicht mehr auf seine Mitarbeiter verlassen. Aber gut, eins nach dem anderen. Noch ist einigermaßen ruhig, dann gehen wir hier rauf. Schnapp dir die guten Fliesen. Das machen wir jetzt zuerst. Ja, ungefähr hier. Denn, wie gesagt, ich möchte den Eingang schon freilassen. Und hier in der Mitte den Gang durchhaben. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Ich mache erstmal so. So, der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich das hier auch machen würde. Das soll natürlich gleich sein, also bis hierhin. Ah, das kann ich noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre bis hierhin. Passt. Dann bleibt das hier gegangen. Das hier machen wir später wieder weg. Ja, ja. Das passt. Das geht. Sag mal, wo bleiben meine Mitarbeiter? Es ist 9 Uhr durch, Mensch. Ihr ruiniert mich. Ah, die Dame ist da. Wo ist mein Mechaniker? Der steht hier. Okay. Den ist ja alles bestens. Den ist ja alles bestens. Ich hoffe mal, dass sie das schafft. Die wühlen hier ja schon gerne rum. Der wird wohl hoffentlich mal zwischendurch reparieren. So. Haben wir auch den normalen Fußboden? Nein, den müssten wir auch einmal kaufen. Jetzt geht's echt nicht mehr automatisch. Stonnert. Danke. Vielleicht war es ein Bug, dass es eben automatisch ging. Unmöglich. Wip. Sehr schön. Ist mir aber ehrlich gesagt auch lieber so. Jo, er repariert. Ich muss trotzdem einmal. Shop und Fliesen. Wir brauchen die einmal, aber ich glaube einmal reicht. Davon brauchen wir nicht allzu viele. So, ich will quasi, dass das hier so bis hierhin weitergeht. Dass hier so ein Gang inzwischen entsteht. Jojo, okay, warte. Zwei Hähnchen für die Schiss, nicht wieder weglaufen. Warte. Hier, sie kriegen zuerst. Ist das von gestern? Ist noch gut. Plus ein bisschen kalt, müssen sie warm pusten. Ihr Hähnchen kommt sofort. Einen Moment. Die. Bitte. Aber auch sie hat Schwierigkeiten hinterher zu kommen, ne? So, und die muss ich jetzt einmal kurz wegnehmen. Diese guten Fahrräder will ich natürlich in besserer Form hier stehen haben. Dann muss ich mal gucken, wie. 1, 2, 3, wenn schon okay. Und dann hier nochmal 3 daneben. Ja, ja. Schon wieder? Ein Moment. Im Moment hältst du es ja noch in Grenzen. Und gleich ist es wahrscheinlich wieder dick Halligalli am Abend. So. Kunden? Kunden.
Warte mal. Diese verrückten Lustmönche, du. So, Sie wollen VIP. Willkommen. Noch einer. Okay. Nochmal VIP. Sehr schön. Okay, Hähnchenfetischist und Protein-Junkie. Bitte. Dorte her. Bitte. Gott, Duftnotfall. Immer dieser Stinkenden hier. Ich habe sie genau gesehen. Wo müffeln sie rum? Haben sie gerade aufgehört? Hier hat gerade jemand gemüffelt. Das habe ich genau gesehen. Schon wieder Hähnchen? Ja, natürlich hier rein, ne? Natürlich hier rein. Boah, die beiden Angestellten brauche ich aber auch schon zum Reparieren und so. Bitte? Bloß, warum machen die so früh Feierabend und kommen so spät zur Arbeit? Gut, Klimaanlage hat anscheinend geregelt. Das ist schön, das ist schön. Den gehen wir auch mal in den Shop. Ausrüstung. Wir wollen die Dreuer-Fahrräder, nicht diese Gammel-1-Dinger da. Das sind Zweier. Hier sind die Dreier. 1, 2, 3, 4, 5 nehmen wir mal. Wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. Protein-Junkie, ein Moment, bitte. So, das Ding kommt weg. Die alten können wir übrigens verkaufen, drüben beim Trödel. Tja, meine Freunde, ich war schneller. So, ich glaube, die Einser gibt es gar nicht mehr. Die alten, die wir weggenommen haben, waren auch zwei, ja? War nix. Kriege ich die alle nebeneinander gequetscht? Ja, ne? So, davor vielleicht was anderes bauen können. Zack. Geil, ne? Zwar ein bisschen dicht, aber dann können sie sich gegenseitig riechen. Das ist doch auch schön. Das sieht so gequetscht aus. Aber da kann man vielleicht noch was anderes hinstellen. Das ist wirklich sehr gequetscht. Aber gut. Die sind da nicht gut. Die sind da nicht gut. Die vielleicht, aber davon brauchen wir auch bessere. Gott, aber erstmal muss ich unsere Hähnchenkunden besorgen. Versorgen, wollte ich sagen. So, das wäre Nummer 1. Und einmal Nummer 2. So, diesmal ganz gut im Griff. Neue Kundschaft. Schön, schön. VIP. VIP. Wir kriegen fast nur noch VIP-Kunden. Das ist schön. Sag mal, ich glaube, meine Angestellten wollen Geld, ne? Muss das sein? So, von diesem Handelpressen. Gibt es da auch Dreier? Hier, wir haben ja den Einsatz. Kurzhandelständer. Das sind Zweier. Jo. Ich glaube, davon reichen zwei. Die werden ja jetzt nicht so oft benutzt. Die könnte man hier mich, glaube ich, wunderbar. Das sind die Dreier. Noch so mit vorstellen. Zack. Und dann passt das auch mit ein bisschen Abstand. Gut, passt nicht so ganz mit der Tür, denn so. Jo. Und hier soll denn aber auch noch was hin, dass wir hier auch noch so einen Gang haben. So, die nehmen wir dann weg. Zack. Der ist auch fertig. Zack. Da. Für alles hier vernünftig ordentlich kriegen. Kundschaft! Einen Moment. Stonnert! Das nächste Mal bitte etwas mehr, ja? Das ist ein VIP-Schämpchen. Willkommen! Gut, Hähnchen, Protein-Drink. Oh, Moment. Hähnchen geht drin. Protein-Drink kommt sofort. Oh, mal dahin. Bitteschön. Dankeschön. So, was stellen wir hier hin? Dann wir gleich mal gucken. Das ist alles ein bisschen in der Fitnessstudio aussieht hier natürlich, ne? So, dann gucken wir mal. Shop. Was gibt's denn noch so Schönes? Was da passen könnte? Die wären gut. Aber allerdings nicht die Einser. Die haben wir ja schon. Auch nicht die Zweier.
Wir wollen die 3. 1, 2, 3, 4. Ich nehme erstmal 4. Je nachdem, wie das hier passt. Umso mehr Kunden lockt das natürlich an, ne? Da muss ich mal gucken, wie das am besten symmetrisch aussieht. Ja, der schiebt sich durch die Gegend, schön. So, wo? Das soll ja auch symmetrisch einigermaßen passen. Da haben wir eine Halb. Ungefähr so haben wir es hier, ne? Ungefähr auf der Linie, glaube ich. Ja. Ja, wenn ich den dann ungefähr hier hinstelle, damit es einigermaßen im gleichen Abstand steht. Zack. Und hier ungefähr. Ungefähr. So, stehen sie einigermaßen gleich? Ja, ne? Ja. So, die Dinger kommen hier weg. Der kommt schon mal weg. Das Ding kommt auch gleich weg. Oh Gott, schon wieder Protein und Hähnchen-Junkie. Aber zumindest das mit dem Duft hält sich mittlerweile in Grenzen. Bitte. Vor allem Hähnchen aus der Mikrowelle. Wie geht das, Alter? Oh Gott, hätte ich bloß nichts gesagt, mit Duft hält sich in Grenzen. Warte, lassen Sie sich einsprühen. Ich muss sie... Oh. Da, schon wieder. Neue Kundschaft ist auch mal ein Marsch. VIP hoffentlich. VIP Standard. Raus mit ihnen. Wir sind mittlerweile Besseres gewohnt. Zweimal Hähnchen. Bip. Und Bip. Danke. Sofort fertig. Bitte sehr. Und jetzt haben wir es einigermaßen besser im Griff. Gott. Raus hier. Schlimm hier, Alter. Darf ja wohl nicht wahr sein. Dann kommen Sie da mal runter. Ich will das Ding entsorgen. Hier lief gerade eine Duftfahne durch die Gegend. Ich habe es genau gesehen. Ein Moment. Das geht gar nicht. Da ist schon wieder Hähnchen. Ist sofort da der Herr. Oh, einen Moment. Irgendwie geben wir im Moment mehr Geld aus, als wir einnehmen. Ne? Ich kann mir gar nicht erklären, warum. das bleibt ja nicht so. Dann müssen wir nur halt erstmal die Gerätschaften nach und nach austauschen. So, der ist gerade unbenutzt. Das ist gut. Weg. Ja, diesmal haben wir es ganz gut im Griff. Das hier ist eigentlich schon fast okay so. Ja, ja. Jetzt bin ich nur überlegen wegen den Klimaanlagen. Gott. Die sollen hier natürlich nicht... Einen Moment, ich bin sofort für Sie da. Wir haben hier leider einen duftenden Notfall. Schön in die Augen. Strafe dafür, wenn man stinkt. Geht nicht. Gott, da ist auch schon wieder. Jetzt wird's voll, ne? Wir gehen zum Feierabendverkehr. Jo. Niedrig! Verziehen Sie sich, aber Dalli! VIP ist schon viel, viel besser. Schön. Zweimal Hähnchen. Jo, rin und nochmal rin. Oh Gott. Raus, raus! So. Und. So. So, ich bin echt da überlegen, wie ich die Klimaanlage am besten hinstelle. Die kann da ja erstmal stehen bleiben, aber die muss definitiv woanders hin. So, warte mal. Nimm mal weg. Die will ich aber nicht verkaufen. Eine kommt hier hin. Klimaanlage. Ein kleiner Raum. Deko. Ja, Deko müssen wir auch noch wieder reinmachen. Farben, Extras. Die eine stellen wir erstmal hier hin. Zack. Und die andere stellen wir... Oh Gott, ich sehe schon. Schon wieder so ein Verrückter. Nee.
Rodin betrinkt die Dame, bitte sehr. Neue Kundschaft ist auch da. Schön. VIP. Standard. Tschüss. Ja gut, sie kommt schneller hinterher als andere, aber schafft das auch nicht perfekt. Aber bis jetzt haben wir es dann ja schon ganz gut im Griff. Hähnchen und Protein trinken, ich sehe schon. Ja, auffüllen wollte ich zwar nicht, aber passt schon. Bitte der Herr. Bitte die Dame. So, und hier gucken wir jetzt gleich mal. Hier machen wir mal Lugi Lugi. Einen Moment. Natürlich Dreier. Die haben wir ja schon, die haben wir noch gar nicht, ne? Aber allerdings möchte ich erstmal die Gerätschaften, die wir haben. Das wären denn die. 1, 2, 3, 4 gehen bestimmt davon. Ja. Moment, ist noch nichts großartig los. Ich muss unbedingt meinen alten Kram loswerden. Machen wir erstmal so. So, zack. Der steht falsch rum. So. Zack. Ein bisschen Abstand. Sag mal, latsch doch nicht immer hier durch, wenn ich am Arbeiten bin. Gut, dann müsste der hier hin. So, dann können die mich weg. Sack ein. Bitte. Danke. So, Hähnchenproteindrink. So, kommt. Bitte. Hähnchen ist auch sofort fertig. Alter, ich gebe wirklich eine Menge Geld aus dem Moment. So viel zum Thema, man verdient zu viel. Das hat sich gerade schlagartig geändert. Web, willkommen. Aber der Laden läuft gut. Kann man sich nicht beschweren. Standard, naja. Aber auch nur, weil sie das sind. So, nochmal Hähnchen. Aber das Reparieren, der eine da muss gleich noch weg. Hat er gut im Griff. Schon wieder Hähnchen? Okay. Lalala, danke schön, bitteschön. So, weg damit. Die Dinger haben wir jetzt hier stehen. Sieht auch schon viel, viel frischer aus. Wenn wir überlegen, hier noch einen fünften hinzustellen, der müsste dann hier hin. Da bräuchten wir eigentlich auch noch einen sechsten. Glauben, machen wir auch. Der Symmetrie halber. Ja, das machen wir. Wir kaufen noch zwei davon. Auch wenn das alles sehr, sehr, sehr teuer ist, aber umso mehr Kunden können später hier trainieren. So, ein, zwei. Dankeschön. Oh Gott, raus! Mann! Ich will diese Leute hier nicht haben, nicht diese Lustmäulchen. Schon mal gar nicht, wenn sie in die Frauenumkleide hinterher steigen. Wo gibt's denn sowas? Wir sind ein anständiger Club hier. Und immer freundlich zu unseren Kunden. Also bringen Sie mir Geld rein. Gut. Hier vorne muss ich noch was hin. Sieht aber eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Ja, ich will es halt ein bisschen ordentlich haben. Klimaanlagen müssen wir auch noch ordentlich hinstellen. Jo. Jetzt geht das langsam aber sicher Richtung Feuerabend. Alter, ich habe den Automaten erst aufgefüllt, ne? Der ist schon wieder fast leer gekrabbelt. Der will Hähnchen. Bitte? Gott, ihr Hähnchen kommt sofort. Ja, sie werden auch sofort bedient. Ich kann stinkende Leute hier einfach nicht dulden. Das ist ungesund für die Nase. Raus hier! Vom Dusch nochmal schnell Bin sofort da. Ihr Hähnchen, ja, ich weiß. Bitte, sie will auch noch ein Hähnchen. Zack, Rinder. Bin sofort da, warten Sie doch mal etwas Geduld. Immer abends, wo es hier so voll wird, ne? Das ist wie beim Supermarkt-Simulator. So, der Herr Niedrig, verziehen Sie sich aber auf der Stelle. Standard, das haben wir gerade eben noch so durchgehen.
So, willkommen, willkommen. Gott, schon wieder zwei Hähnchen für die Schissen. Zack. Zack. Zum Glück haben wir zwei Mikrowellen. Rinder. So. Rinn. Da müssen die Kunden ja schön mästen, damit sie ja schön trainieren. Gemästete Kunden heißt gutes Geld. So, ich wollte doch gucken, was wir als nächstes hinbauen. Obwohl ich so langsam ein bisschen mal Geld im Blick behalten muss. So, die Sachen möchte ich schon gerne auch alle haben. Aber die sind etwas teuer im Moment. Und wenn, dann sowieso nur Dreier. Das haben wir alles. Haben wir bei den Dreiern alle stehen? Na, alles nicht, aber... Ich weiß nicht. Die hier so mitten im Raum würde zwar gehen... Die wirken auch relativ groß. Ich glaube, davon kriegen wir nur zwei hin. Mal gucken. Oh, Kundschaft. Niedrig. Ich hätte sie mal noch länger warten lassen sollen. Und sie? Willkommen, willkommen. Da ist noch mehr. Willkommen, der Herr. Zweimal Hähnchen. Mal einmal zwei Minuten am PC und schon ist der Laden voll. Aber es lüft. Wer hätte es gedacht? Es lüft. So, jetzt müssen wir aber wirklich erstmal wieder Geld verdienen. Wir haben jetzt jede Menge Geld ausgegeben. So, mal gucken, ob ich das hier so ohne weiteres hingebaut kriege. Ich habe doch gerade Lustmolch gesehen. Oder? Warte mal, die Dame machen wir auch noch mit ihrem Proteindrink. Er will auch noch einen Proteindrink. Bitte. So, nee, den wollte ich. Da haben wir das gute Stück. Wir sind ja, Statime. So, und dazu zwei... Ja, zwei schon, okay. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten hin, mal gucken. Zack. Hier zwei... Ungefähr. Nee, dritter wird so gequetscht. Zwei sind schon okay davon. Na, bis jetzt aber schon relativ gut ausgestattetes Fitnessstudio, ne? Da müssen wir halt noch ein bisschen um Farben und so kümmern. Dann kommt auch das Schwimmbad näher dran. Raus! Mei, oh mei. Die hat sich gar nicht erst umgezogen, die trainiert so. War die Umkleide voll? Ah, es kommt, weil die vom Schwimmbad sich da auch umziehen, ne? Ja, ja, Umkleide müssen wir uns auch unbedingt drum kümmern. Bitte. Er will Hähnchen. Bitte. So. Aber jetzt ist auch erstmal Schluss mit großartig Geld ausgeben. Zumindest für den Moment. Habe ich noch was für den Automaten? Oh, ein bisschen haben wir noch. Dann hauen wir mal rein hier. Ich meine, zu Feierabend müssen wir sowieso nochmal. Aber zumindest jetzt mal ein bisschen rein. Vor allem, weil sie ja sowieso ja alles rausgrabbeln. Aber wenigstens ist ein bisschen drin. So, Hähnchenprotein. Zack, zack. Bim, bim, bim. Aber wir müssen auch Geld verdienen, ne? So ist es nicht. Gott! Duftnotfall auch schon wieder. Raus aus der Umkleide. Wenn sie da reingehen, dann kann sich ja kein Mensch mehr umziehen. Die kommt auch nicht mehr hinterher. Ne, 19% verdreckt. Braucht dringend, zumindest für abends, eine zweite Reinigungskraft. Die ist hier im Dauereinsatz. Die rotiert die Gute. Oh, Hähnchen. Zack. Proteindrink auch nochmal. Bitte. Aber es lüft. Also so kann man sich nicht beschweren. Im Moment alles okay, ne? Ich glaube, mach mal ein bisschen mit hier. Du.
Aber das Reparieren hat er gut im Griff, wie es aussieht. So, Protein-Drink nochmal. Und Hähnchen, okay. Hier klingelt die Kasse, du. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Nein! Bestellt mal eher das nächste Mal. Vor allem, ich glaube, ja. Punkt 8 Uhr machen wir den Angestellten Feierabend. Obwohl der Laden noch aussieht wie Sau. Okay. Aber gut, wir haben natürlich eine Menge Geld ausgegeben. Was ich mir nur halt noch wünschen würde, wäre eine Statistik, wie viel ich am Tag eingenommen habe, wie ich am Tag ausgenommen habe. Vielleicht sehen wir das am Computer, müsst ihr gleich mal gucken. Es liegen sogar hier schon Klamotten. Zack. So, renn da. Den auch mal rennen. Zumindest haben wir ja schon mal den Laden so für den Anfang. Ich glaube, da kommen ja noch mehr Stockwerke zu. So aufgebaut, wie ich das wollte. Natürlich müssen die Umkleiden noch richtig gemacht werden. Das Schwimmbad muss noch gemacht werden, Farben müssen noch gemacht werden und dann kommen später noch die anderen Stockwerke. So, Alter, das sieht hier aus, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Reinigungskraft. So, 2% Schmutz haben wir hier noch. Einer liegt hier. Und der Rest ist wieder wahrscheinlich irgendein Schweiß, was irgendwo dran klebt. Hier. So, sauber haben wir den Laden wieder. Repariert ist soweit alles. Gut. Eins nach dem anderen. Kann ich hier noch was auffüllen? Bäh. Den lassen wir erstmal drin. Kann ich den noch auffüllen? Jo. Kann ich hier voll machen? Oder muss ich dann nachkaufen? Naja, scheint noch zu gehen. Fast. Was fehlt denn? Ah, der ist ja so gut wie voll. Für einen Tag reicht er noch. Aber Hähnchen muss ich kaufen. Mach dir den Kühlschrank zu. Gut. Er hat hier Luft erstmal. Wir müssen noch eine zweite Reinigungskraft anstellen. So ist es nicht. Und dann können wir uns erstmal um die Umkleide kümmern, würde ich sagen. Ich muss so lediglich einmal hier Hähnchen kaufen. Hat futtern die ja wie die Wildmäusern. Wir haben aber auch sehr gut Geld ausgegeben. Also, das ist wirklich schon viel. Aber bevor wir die Umkleiden machen, glaube ich, mache ich erstmal die Farben ordentlich. Das passt so jetzt natürlich alles nicht mehr. Aber eins nach dem anderen. Zack. Hier ist voll. Schön. Pesonol. Reiniger 2, 4er haben wir ja. Also ich alleine schafft das nicht. Dann nehmen wir den guten 2er dazu. Und der Rest ging ja alles noch. Klar, wir können für die Bar auch. Wir können auch einen Sicherheitstypen. Das kriegen wir aber noch selber hin. Haben wir zufällig Second Floor? Das ist, glaube ich, oben, ne? Oder? Da muss oben drauf, ja. Da so weit sind wir noch nicht. Ne, es gibt keine Übersicht, ne? Oder? Neues Mitglied. Mitgliederliste haben wir ja. Gesamtzahl der Mitglieder 80. Geschätzter Tagesverdienst 5256. Alles gut und schön. Aber was ich jetzt genau eingenommen habe und so, haben wir hier nirgendwo, ne? Mö. Ne. Ne. Okay. Das kommt vielleicht noch. Alles Early Access. Kennen wir ja schon. Deko fehlt ja noch ein bisschen. Okay. Aber haben wir im Griff. Wir gehen jetzt nicht tanzen. Das ist schon 10:30. Stressig genug der Tag. Wir marschieren nach Hause, legen uns schlafen. Und ich verabschiede mich von euch. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.